verflucht die kleine Mutter nie. Komm mit. Du musst beeil dich. Komm schon. Ruhig. Der kleine Indio muss hier doch irgendwo stecken. Psst. Wir müssen zu den Reeds. Komm, sonst verpassen wir es. Die Wench. Die Wench. Dad. Wenn wir die, die wir lieben, nicht sehen können, heißt das nicht, dass sie nicht mehr bei uns sind. Behalte die Erinnerung an deine Eltern im Herzen und ihr Geist wird niemals sterben. Solange du hier bist, halte dich nicht abseits. Öffne dich der indianischen Lebensweise. Sei einer von uns. Tonto wird dich unterrichten. Es war nichts Ungewöhnliches am Beginn der Legende. Er war einfach nur ein Junge ohne Zuhause. Die Indianer nahmen ihn auf, aber er war trotzdem ziemlich allein. Er hatte mit fremden Sitten zu kämpfen und den Ängsten in seinem Inneren. Er erfuhr die Weisheit des Waldes und die Wege des Windes. Ich erkenne die Stimme des Geistes als die Stimme der Wahrheit, die mir sagt, was ich tun soll und was gerecht ist und welchem Pfad ich folgen soll. Dem Pfad der Gerechtigkeit. Es ist alles arrangiert. Du wirst bei Tante Martha in Detroit bleiben. Oh, bitte, Dan. Ich würde viel lieber bei dir bleiben. Oh, bitte, Dan. Was du auch tust, du wirst immer Kemo Sabe sein. Treuer Freund.
Legends tell of one who tried to fight for all the rest, his name unknown, a stranger alone, the man in the mask. Ja, ekelhaft. Bestimmt nicht mehr bis Teleo. Wir werden es schon schaffen. Hola! Hola! Adios, amigo. Espera! Warten, worauf? La señorita! Señorita! Hast recht, darauf lohnt sich zu warten. Fahren Sie nach Del Rio? Wir werden es jedenfalls versuchen, Ma'am. Kann ich irgendwie helfen? Danke, ich komme schon zurecht. Buenas noches! Los, Jungs, auf geht's! Los, Jungs! Yay! Wir kommen wirklich gut zurecht. The legends tell of one brave man who rose to meet the task, his name unknown, a stranger alone, the man in the mask. The man in the mask. Würde bitte einer der Herren den Platz mit mir tauschen? Ich kann nicht lesen, wenn ich rückwärts fahre. Auf diesem Platz sitze ich schon seit 3 Tagen, Lady. Er ist warm und bringt mir Glück. Ich bitte um Verzeihung. Hier. Danke sehr. John. John Reed. Ich danke Ihnen, Mr. Reed. Wunderbare Schriftstellerin, nicht wahr? Sie haben etwas von ihr gelesen? Ja, aber noch lieber habe ich das Jahrhundert der Schande gelesen. Das habe ich nicht gelesen. Aber das sollten Sie. Sie werden nie wieder geblendet. Nie wieder. Dunkle Augengläser. Eine Solarbrille. Deshalb bin ich in den Westen gekommen, um sie zu produzieren. Sie sind ein weitsichtiger Mann, Sir. Weitsichtig? Sehr gut, ja. Und was ist mit Ihnen, junger Mann? Ich bin Anwalt. Ich eröffne eine Praxis. Ein Anwalt? Wissen Sie was? Ohne Anwälte gäbe es keine Banditen. Stellen Sie sich vor, jedermann in Texas kauft nur eins von diesen Dingern. Ja, mindestens eins verkaufe ich jedem. Das ist der amerikanische Traum, Mr. Reed. Man muss seine Chance nur nutzen. Indianer? Da, Wegelager. Jetzt weißt du, wofür du bezahlt wirst. Du, hier, zieh doch die Pferde, knall sie ab. Ich kann nicht. Knall ihre gottverdammten Pferde. Indianer! Indianer! Hier, meine Pferdchen. Lauf, Schwinger, lauf. Hier, lauf, du meuer Leben. Hier. Was macht dieser Vollidiot? Er kann sie nicht abbringen. Scheinbar weiß er das nicht. Er bringt uns noch um. Hier! Schneller! Hier! Hier! Los! Lauf! Hier!
Hier! Los! Los, Kisi! No! Oh! Hier! Hallo! Hier! Hier! Schneller! Hat einer der Herren eine Waffe dabei? Ja, Mann, ich. Dann benutzen Sie sie! Es ist nicht mein Kampf, Lady. Aber meiner! Los, geben Sie her! Ich bin kein Feigling! Oh! So viel zum amerikanischen Traum. Panzer! Hier! Hier, los! Hier! 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 Spring auf und bring sie zum Stehen! Hier! 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 Lauf, meine Tierchen! Lauf! Hier! 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 Ho! Hier! 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 Keine Geldbomben. Die Postsäcke! Hey, alles, was ich habe, sind Briefe und Gepäck, nichts Wertvolles. Das sind Regierungspapiere. Was finden wir? Hast du das alles hier lassen? So lautet unser Befehl. Aber wir sollen es erfahren. Also gut, aber beeil dich. Gemacht. Nun mach schon. Was, beeil mich ja. Was zum Teufel treibst du da drin? Nichts. Nichts? Nichts dauert nicht so lange. Oder ich treib's in der Zwischenzeit auch. Schneiden Sie ihm die Kehle durch! Nein! Tun Sie's! Nein! Ich möchte Ihnen danken. Oh, wenn Sie mir danken möchten, verraten Sie mir Ihren Namen. Amy. Amy Stryker. Rio steckte in Schwierigkeiten. Die Stadt lebte mit einer Pistole im Rücken, war geplagt von Verbrechen, die kein Ende nahmen, und gestraft mit einem Sheriff, der schwarz trug. Man sollte meinen, dass die Bewohner irgendetwas argwöhnten, aber einfache Leute tun das selten. Sie sind geneigt zu glauben, dass jedermann, der einen Stern trägt, ein Gesetzeshüter ist. Sie hat meinen Schutzmann und einen der Passagiere. Amy! Sie waren Amy! Amy! Oh, Amy, Gott sei Dank. So, so, zwei von der Sorte. Ja, dann hängen sie auch zweimal. Sie hatten die graue Kapuze, Sheriff. Die Cavendish-Bande. Sie waren hinter den Landverschreibungen her. Komm, wir gehen rein, Amy. Augenblick noch. Was passiert nun mit den beiden Banditen? Was schon? Wir bringen sie nach San Antonio. Brauchen Sie eine Zeugenaussage?
Keine Ahnung. Wollen Sie unbedingt eine loswerden? Da kommt er. Oh, Mr. Reed. Ich bin Lukas Streicher. Mein Onkel. Ah, angenehm. Sehr erfreut, Sir. Amy hat es mir gerade erzählt. Ich kann Ihnen gar nicht genug danken. Also, wenn ihr irgendetwas passiert wäre, also... Wissen Sie, ich muss sagen, Ihre Nichte war sehr tapfer, Sir. Sie gab sich nicht die geringste Blöße. Haben Sie vielleicht Lust, heute mit uns zu Abend zu essen? Vielen Dank, ich würde gern, aber ich kann nicht. Ich muss vor Einbruch der Dunkelheit beim Rangerposten sein. Oh, wollen Sie sich den Rangern anschließen? Nein, Sir, meinem Bruder. Ah, ich verstehe. Du hättest nicht herkommen sollen. Du hast deine Ausbildung. Du bist Anwalt, verflucht. Du hast die Chance, etwas aus deinem Leben zu machen, aber da bist du hier falsch. Denn was ist passiert? Ich meine, was hast du dagegen? Du verstehst das nicht. Wir haben schwere Zeiten. John, ich habe genug Kummer. Ich möchte mich nicht auch noch um dich sorgen müssen. Mit 10 Jahren hast du mich weggeschickt, damit ich etwas lerne. Und ich habe gelernt. Und weißt du, was ich auch gelernt habe? Dass ich hierher gehöre. Das verstehst du nicht. Wir leben hier im Grenzgebiet und das zwingt mich, Opfer zu bringen, meine Wahl zu treffen. Nicht dein Herz sagt dir, was du tun sollst oder nicht. Dein Instinkt sagt es dir. Dan. Wir sind die letzten Reeds. Du bist mein Bruder. Kannst du das nicht verstehen? Du gehörst nicht mehr hierher. Dan, ich bin nach Hause gekommen. Und mein Instinkt sagt mir, was ich tun soll. Ich bleibe. Oh, John. Eines Tages packte sie ganz einfach ihre Sachen und reiste mit Danny nach Richmond ab. Naja, vielleicht überlegt sie sich's ja noch anders. Nein. Erst müssen wir hier draußen für Sicherheit sorgen. Eine Atmosphäre schaffen, in der ein Mann eine Familie gründen und sie ernähren kann. Ob wir das hier schaffen? Das Gebiet ist endlos weit. Ich habe da meine Bedenken. Ehe man sich versieht, haben sie zugeschlagen. Dann verschwinden sie. Und ich habe nicht die geringste Ahnung, wo sie unterschlüpfen. Wer ist sie? Die Cavendish Gang. Cavendish? Die haben heute die Kutsche überfallen. Nein. Cavendish raubt keine Kutschen aus. Cavendish raubt Ranchen. Er überfällt die Besitzer. Vertreibt oder... ermordet die Familie. Das ist sein Gebiet. Wer ist dieser Cavendish? Butch Cavendish. Butch der Schlechter. Major in der Unionsarmee. Unehrenhaft entlassen. Grant hat ihn nach der Schlacht bei Chattanooga vor ein Kriegsgericht gestellt. Jetzt befehligt er eine Armee von Banditen in Texas. Naja. Du wirst ihn schon kriegen. Wirst du hingehen, wenn er herkommt? Cavendish? Grant. Grant kommt hier raus. Zur traditionellen Büffeljagd. Macht Sprüche. Will sagen, hält Reden. Dann ist mal wieder die ganze Stadt auf den Beinen und schwenkt Fähnchen. Aber ich... ich scheiß auf Grant. Er ist Präsident der Vereinigten Staaten. Er ist ein Lügner und ein Säufer. Mich kotzt der Präsident an. Mich kotzt das ganze Kabinett an. Denkst du, die helfen uns hier? In Texas sind Räuber geächtet. In Washington werden Räuber gewählt. Ist doch so. Na, kleiner Bruder. John.
Ja, so ist es. Naja, reden wir nicht weiter drüber. Butch Cavendish lebte völlig unbehelligt und führte seinen Privatkrieg. Männer, die Fehler machten, waren Männer, die er nicht gebrauchen konnte. Manche sagten, er war ein Monster, andere nannten ihn verrückt. Lasst uns einfach sagen, Butch Cavendish verkörperte alle Schlechte und Gemeine. Wesley Stillwell und Robert Edward Gatlin. Dieses Militärtribunal befindet Sie des Verstoßes gegen die Militärgesetze für schuldig. Als Folge Ihres undisziplinierten Verhaltens ist eine militärische Operation gescheitert. Deswegen kommt dieses Tribunal zu dem Urteil Erschießung durch ein Exekutionskommando. Unverzüglich. Mr. Perlmutter. Sir? Sorgen Sie für die Vollstreckung des Urteils. Ja, Sir. Achtung! Und laden. Major Cavendish, Sir. Verzeihen Sie, Sir. Was gibt es? Verzeihen Sie, aber mir scheint, Sir, Sie haben nur getan, was die meisten getan haben würden. Ich habe keine Verwendung für gewöhnliche Männer. Wir haben einen Weg gewählt, der den Lauf der Geschichte verändert. Männer, die Befehle missachten, weil sie auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind, sind eine deutlich sichtbare Gefährdung meines Plans. Habe ich mich klar genug ausgedrückt? Ja, Sir. Haben Sie. Fahren Sie fort, Mr. Perlmutter. Ja, Sir. Stevens? Achtung! In Position! Entsichern. Anlegen. Und Feuer! Aufregende Angelegenheit, hm? Gefällt's dir? Das freut mich, mein Kind. Lukas! Hallo, Captain. Ich freue mich, Sie zu sehen. Es ist lange her. Guten Abend, ja. Mr. Reed. Captain, das ist meine Nichte Amy. Sie ist auf dem Weg nach San Francisco. Guten Abend. Angenehm. John hat mir schon viel von Ihnen erzählt. Ich habe Ihren Artikel in der Zeitung gelesen. Oh, gefällt er Ihnen? Ja, aber macht einen Helden aus mir.
Ihren Artikel über Cavendish habe ich mit Vergnügen gelesen. Danke. Wenn mehr Leute so offen ihre Meinung sagen würden, könnten wir dem Spuk ein Ende machen. Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, Captain. Dabei fällt mir ein, die morgige Ausgabe ist noch nicht fertig. Entschuldigen Sie. Brauchst du mich, Onkel Lukas? Ach was, amüsier du dich lieber. Gentlemen, gute Nacht. Ja. Ein schönes Fest. Ja. Finden Sie nicht? Oh, ja, ja, Ma'am. Ich habe einen ganz trockenen Hals von vielen Reden. Hat mich sehr gefreut, Miss Amy. Die Freude war ganz auf meiner Seite. John? Ein schönes Fest. Das sagten Sie bereits. Ach so, ja, richtig. Hier! Sie werden bestimmt mal ein ganz berühmter Anwalt. Ich möchte nur dafür sorgen, dass die Gerechtigkeit im Westen Einzug hält. Sie klingen genau wie mein Onkel. Hier. Oh, Sie haben dran gedacht. Jahrhundert der Schande. Vielen Dank. Wenn Sie möchten, dürfen Sie es behalten. Furchtbar gern. Haben Sie mir vielleicht mal aus San Francisco schreiben? Ja, natürlich. Und vielleicht schicken Sie mir auch einen Artikel von sich. Natürlich. Dann heißt es jetzt Abschied nehmen. Vorerst. Wir sollten lieber wieder zurückgehen. Amy. Lass uns lieber wieder zurückgehen. Was ist passiert? El Periodico. Was? El Periodico. Die Depesche. Little, hol die Pferde. Daisy, zeig ihn. Los, beeilt euch. Hol die Pferde. Amy, warte hier. Nach Norden. Steigt auf. Nein. Bitte auf zu Beinen, Amy. Kommen Sie. John, wo willst du hin? Da, wo du auch hin willst. Gut, schnappen wir sie uns. Bitte komm zurück. Thank you.
Scheiße. Dafür habe ich mir mein bestes Sonntagshemd angezogen. Nimm dir ein Beispiel an Lopez. Willst du ihn meckern? Und das, obwohl beinahe alle kleinen Mädchen ihn heute am liebsten geheiratet hätten. Stattdessen heiratet er für uns, für Ruhm, Gott und Texas. Hey, Stevenson, kannst du deine Zigarre nicht einfach runterschlucken? Die stinkt. Ja, das könnte ich, aber so bleibt wenigstens meine Nase warm. Allmählich kotzt mich dieser Cavendish ganz schön an. Ja. Ich frage mich, ob er weiß, dass die Ranger ihm auf den Fersen sind. Platz für ein Picknick. Wo zum Teufel sind wir hier? Ryan's Gap. Captain, soll ich mal vorreiten und mich umsehen? Ja, okay, Collins. Aber nehmen Sie sich in Acht. Mach ich doch immer, Captain. Rüber, Tex. Aber Junge. Bald lernst du meinen Jungen kennen. Wirst ihn mögen. Nicht, wenn er dir irgendwie ähnelt. Tut er aber. Ist mir wie aus dem Gesicht geschnitten, Trockenfleisch? Nein, danke. Dann eben nicht. Seine Mutter erlaubt mir, ihn zu Weihnachten zu besuchen. Er fehlt dir, hm? John, wenn mir irgendwann mal was zustoßen sollte, kümmerst du dich dann um ihn? Er wird nichts zustoßen. Wenn was hätte passieren sollen, wäre es schon längst passiert. Ja. Ja, ich glaube auch. Aber trotzdem, ich meine, würdest du es machen? Nur für alle Fälle. Logisch. Du weißt selbst, ein Junge braucht einen Vater. Wozu denn das? Das ist für dich. Ohne darfst du keine Banditen erschießen. Das solltest du doch wissen. Da ist Collins. Ja, dann wollen wir mal. Thank you.
jetzt. Nichts wie weg hier. Besser als alles andere. Großartiges Leben, nicht wahr? Thomas! Ja! Thomas! Ich war Ranger, da waren Sie noch nicht auf der Welt. Hab San Anton mit Big Sam Houston verteidigt. Hab drin mit Kollack im Mexikanischen Krieg gekämpft. Bin mit Kit Carson und John Coffey Hayes geritten. Und in all diesen Jahren, Junge, hab ich eins gelernt. Und was? Nicht die Kugel bringt dich um, sondern der Sturz. Zumindest sind wir diesmal zusammen. Nein. Nicht wahr? Nein. Kleiner Bruder. Oh. Ah, nein! Nein! Sammelt die Gesangbücher ein, Jungs. Es ist vorbei. Collins? Ja, Sir? Prüfen Sie, ob alle tot sind. Kann das nicht ein anderer machen, Sir? Sie sind mit ihnen geritten. Oh, ja, Sir, ja, aber... Sir. Eins musste man diesem Cavendish lassen. Er wusste, wie man Fallen stellt. Und an diesem Tag im Ryan's Gap erledigte er die Ranger. Und Collins musste sie alle untersuchen, bis Butch zufrieden war. Überall lagen tote Männer. Auch die blutüberströmten Brüder. Seite an Seite.
Hätte doch komisch ausgesehen, wenn der einzig Überlebende nicht verwundet wäre. Ja, Sir, Major. Dafür gibt man ihnen vielleicht einen Orden. Schlaf. Kimo sabe. Was? Kimo sabe. Tanto. Tonto hatte John Reed an dem Amulett erkannt. Aber John hatte einmal Tontos Leben gerettet. Und so waren sie jetzt quitt. Tonto musste seinen Freund verstecken und von der Stadt wegbringen. Denn wenn Butch erfahren hätte, dass ein Ranger überlebt hat, würde er unerbittlich Jagd auf ihn gemacht haben. Der weiße Mann machte uns viele Versprechungen, aber er hielt nur eine. Er schwor uns, das Land wegzunehmen, und er nahm es sich. Du siehst, welches Leid und Elend er über dein Volk gebracht hat. Und trotzdem bringst du einen von ihnen hierher. Tonto, warum? Niemand hätte mehr Grund, sein Herz mit Hass auf den weißen Mann zu füllen als ich. Er hat mir meine Frau und mein Kind genommen.
Aber dieser Mann hier ist mein Bruder. Und ich werde sein Leben mit meinem schützen, wenn es sein muss. Wenn ich mich täusche, wenn er sich als Feind erweist, werde ich, Tonto, mit dem Haar dieses weißen Mannes meine Lanze schmücken. Aber bis dieser Tag kommt, beurteilt ihn nicht nach seiner Farbe, sondern nach seinem Herzen, als Mann und als Freund. Was bringt zwei Freunde zusammen? Was lässt die Wellen an den Strand rollen? Und was veranlasst ein Naturgeschöpf, sich den Menschen zu nähern? Genauso ein Geschöpf war dieses weiße, wunderbare Pferd. Klug und wild, wie ein Ausreißer. Von dem Augenblick an, wo John es zum ersten Mal zu Gesicht bekam, schwor er sich, es eines Tages zu reiten. Ruhig, mein Junge. Geh lieber nicht zu nah ran. Du brauchst vielleicht ein größeres Ziel. Einen schlafenden Büffel oder sowas. Versuch's damit. Eine silberne Kugel. Sie ist zielgenauer. Unsere Stammeshäuptlinge haben als erste Silber für ihre Pfeile benutzt. Damit fliegen sie weiter und gerader. Silber ist rein. Für uns ist es ein Symbol für Gerechtigkeit und Reinheit. Guten Morgen. Sieh ihn dir bloß an. Glänzt wie der Mond. Wie Silber. Silber. Ruhig, mein Junge. Silber. Ruhig. Ruhig, Junge. Ganz ruhig. Ganz ruhig, Silber. Ruhig. Ganz ruhig. Ruhig, Silber. Ha ha ha!
Als ich dich fand, suchte ich nach den Männern, die mein Dorf überfallen hatten. Ich suchte Gerechtigkeit. Ich werde mich nicht wie ein Schaf von Pferch zu Pferch treiben lassen. Oder mich von Regierungsbeamten mit Nahrung und Kleidung versorgen lassen. Ich bin ein Mann. Und mir steht frei, für das, was ich fühle, zu sterben. Der Tag, an dem alle Menschen Brüder sind, ist vielleicht gar nicht mehr so viele Winter entfernt. Die indianische Nation, die aus diesem Wirrwarr hervorgeht, ist stark, stolz und geeinigt. Gut, dann lass Bruder mit Bruder reiten. Wenn ich Cavendish finden will, darf ich nicht mehr länger John Reed sein. Cavendish und seine Männer müssen glauben, dass alle Ranger bei dem Massaker umgekommen sind. Erst dann werde ich den Tod meines Bruders rächen können.
Wir werden nach Brian's Gap zurückkehren und noch ein Grab ausheben. John Reed wird für immer neben seinem Bruder und dem Ranger begraben sein. Ich schwöre dir, Dan, egal wie lange es dauert, egal wo sie sind, ich werde sie finden. Was Cavendish und Männer wie er dir schuldig sind, das werden sie bezahlen. Es wird Gerechtigkeit im Westen geben. Das, mein Bruder, schwöre ich bei meinem Leben. Reed gab es nur noch in der Erinnerung. Der Mann mit der Maske war an seine Stelle getreten. Aber das heißt nicht, dass sein Herz unberührt blieb, als er Amy Stryker sah. Amy war geblieben, um die Arbeit ihres Onkels fortzuführen und seine Träume am Leben zu erhalten. Aber solange der Mann mit der Maske Cavendish nicht gefunden hatte, würde es keine Gerechtigkeit geben. Sie sind zu spät, Mister. Der Hund hinter der Bar hat mein ganzes Geld eingesackt. Sieh mal an, der Überlebende von Brian's Gap. So ist es. Wie war es? Es war die Hölle. Cavendish? Keine Ahnung, wer es war. Warum tragen Sie eine Maske? Weil ich mich verberge. So wie Sie. Worauf wollen Sie hinaus? Führen Sie mich zu Cavendish. Woher sollte ich Cavendish kennen? Sie haben die Ranger zu ihm geführt. Jetzt führen Sie mich zu ihm. Sie bringen da irgendwas durcheinander. Ich bin ein großer Held in dieser Gegend. Stimmt doch, oder? Was hat er Ihnen versprochen? Hat er Ihnen Geld versprochen? Oder Land? War es das wert, Ihre Freunde abschlachten zu lassen? Sie sind verrückt. Ich weiß gar nicht, wovon Sie sprechen. Sie wissen genau, wovon ich spreche. Wo ist er? Ich kenne Cavendish nicht. Warum hat er die Ranger in die Falle gelockt? Ich weiß, was passiert ist. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich kann nicht. Sie können und Sie werden. Collins, sagen Sie es mir. Der Zug. Welcher Zug? Der Zug, er will den Zug. Thank you.
Der Mann mit der Maske. Wirst wohl alleine hängen müssen. Kohlenwagen. Wagen der Soldaten? Clubwagen. Präsidentenwagen. Alles klar, meine Herren? Ja, ja Sir. Whitlaw? Ja, Sir. Und Richards? Ja, Sir. Westlake? Hm. Eastman und Neely. Ja, Sir. Gentlemen, der Präsident. Collins war ein Held. Man sollte ihn aufhängen. Nicht sterben nach allem, was er durchgemacht hat. Holen wir ihn uns! Ward führt sie an, genau wie du gesagt hast. Hey, roter Büffel, du bist auf dem Weg in die ewigen Jagdhunde. Sie sind wie eine Büffelherde. Werden schwer zu bändigen sein. Halt! Halt! Gehen Sie aus dem Weg, Wyatt. Na los, treten Sie beiseite. Jetzt hört mir mal zu. Ich habe nichts dagegen, wenn zwei oder drei von euch reingehen und ihn holen. Nicht alle, sonst wird das ganze Haus verdreckt. Du, du und du. Holt ihn. Nur ein toter Indianer ist ein guter Indianer. Ich glaube nicht, dass sich viele die Mühe gemacht haben, zu fragen, welchen Verbrechens sich Tonto schuldig gemacht hat. Aber alle wollten ihn hängen sehen. Tonto ließ keine Anzeichen von Furcht erkennen. Er hegte die Hoffnung, dass der Mann mit der Maske nicht zulässt, dass man seinen Blutsbruder aufknüpfen und hängen würde. Hängst für Eddie Collins. Cavendish und seine Jungs hatten schwer gearbeitet und waren jeden Schritt ihres Plans wieder und wieder durchgegangen. Butch war durch die Berichte über den Mann mit der Maske ziemlich beunruhigt, aber wollte sich seinen Plan nicht durch Gerüchte verderben lassen. Und so begann er seinen letzten Feldzug. Er und seine Jungs ritten zum Rendezvous mit Präsident Grants Privatzug. Miss Stryker! Ja, Manuel? In der Kirche ist ein Pater, der will Sie sprechen, sofort. Vater Monteleone? Nein, ein anderer Pater. Er hat gesagt, es ist furchtbar wichtig und ich habe versprochen, dass ich Sie hinbringe. Naja, wenn das so ist, werde ich wohl mitkommen müssen. Ich möchte zu gerne wissen, was Sie wieder ausgefressen haben, Miss Stryker. Noch etwas Kaffee, Sir? Nein, danke. Bitte sehr. Oh, General.
Kommen Sie rein, kommen Sie, meine Herren. Ich möchte Ihnen unseren neuen Gast vorstellen, General Rodriguez. Er begleitet uns auf der Jagd. Ja, Mr. Percy. General, darf ich vorstellen, der legendäre Wild Bill Hickok. Oh, Senor Hickok. Guten Tag, Sir. Und das ist der berühmte Buffalo Bill Cody. Tagchen, General. Ah, Senor Buffalo. General George Armstrong Custer kennen Sie ja. Ah, General. General? Setzen Sie sich, General. Armstrong, rücken Sie mal ein Stück und lassen Sie den General sitzen, sonst schicke ich Sie nach Montana. Yes. Sie haben mich rufen lassen? Ja, mein Kind. Ihre Artikel sind sehr mutig, aber gefährlich. Wie meinen Sie das, Vater? Auf meinen Reisen habe ich einen Mann getroffen, der eine Maske trägt. Sein Leben aber in den Dienst von Recht und Ordnung gestellt hat. Er möchte, dass Sie wissen, er wird nicht eher ruhen, bis er Cavendish und seine Männer vor Gericht gebracht hat. Das ist schön. Aber bis dahin werde ich meine Artikel einfach fortsetzen. Nein, das dürfen Sie nicht. Sie werden zu Schaden kommen. Hier rein. Schnell. Bitte. Aber sehen Sie, Vater, ich kann nicht einfach aufhören mit meiner Schreiberei. Es ist alles, was ich habe. Ich verstehe. Danke, Vater. Auch dafür, dass Sie um mich besorgt sind. Aber jetzt, bei allem Respekt, ich muss los. Ich muss zur Versammlung für den Empfang von Präsident Grant. Der Präsident? Ja. Er kommt mit dem Nachmittagszug hier an. Heute? Ja. Obwohl die Kinder sicher viel mehr darauf erpicht sind, Buffalo Bill zu sehen als den Präsidenten. Mein Gott. Was ist denn los, Vater? Du hättest nach San Francisco gehen sollen. Was haben Sie gesagt? Ich muss gehen. Warten Sie. Der Mann mit der Maske. Vertrauen Sie ihm. Vater. Der Rio ist die nächste Station, Mr. President. Wir bleiben höchstens 3 Minuten, kein Atemzug länger. Ja, Mr. President. Wo zum Teufel liegt der Rio? Da sehen Sie mal, Gentlemen, womit ich mich rumschlagen muss. Ich lasse Sie jetzt allein. Ich muss meine Rede für, wie immer der Name dieser Stadt ist, umschreiben. Das spart Stunden. Also los, Silber. Dann mal los, Scout. Das nächste Mal bunkern wir in Mexiko, ja? Das war auch wenig. Gentlemen, kommen Sie ruhig rein. Setzen Sie sich doch, meine Herren, setzen Sie sich. Also, dann hören Sie zu.
ich als Ihr Präsident. Ich gebe Ihnen mein Wort, dass mir die Sorgen von Del Rio sehr am Herzen liegen. Klingt verdammt gut. Sehr gut. Als ich vor 3 Jahren hier war, waren die Hügel schwarz, so viel Büffel standen da draußen. Aber diesmal in 3 Tagen nicht ein Büffel. Cody, was ist mit ihm passiert? Ich habe sie abgeschossen. Aber nicht doch, Gentleman. Die Not der Büffel und der amerikanischen Indianer ist nichts, worüber man sich lustig machen sollte. Heutzutage schon gar nicht mehr. Tja, verzeihen Sie bitte. Ich denke, ich werde ein kleines Schläfchen machen. Mr. President. Guten Tag, Gentlemen. Major? Der Zug. Na dann los, Silva. Ja. Umstellen. Ich bin Major Bartholomew Cavendish. Und Sie, Mr. President, sind mein Gefangener. Cavendish hatte es also geschafft und war verschwunden, ohne einen Schuss abzufeuern.
Der Mann mit der Maske und Tonto mussten sich beeilen und weiterreiten, solange die Fährte noch warm war. Sie wussten nicht, was Cavendish vorhatte, aber das Leben von Präsident Grant stand auf dem Spiel. Vielleicht würde Butchie nur festhalten, vielleicht würde er ihn umbringen. Und dieses Risiko konnten sie nicht eingehen. Sag mir eins. Bist du hier, um Grant zu retten oder Cavendish zu schnappen? Ich habe das Urteil unterschrieben, weiß ich nicht mehr. Was passiert ist, war nicht meine Schuld. Ach, das ist es nie. Das habe ich bei Shiloh bekommen. Gehörte dem Kavalleriemajor. Es war seine letzte glorreiche Schlacht. Armer Hund. Sehen Sie sich um, Sir. Sehen Sie Chaos, Widerwillen oder sehen Sie Respekt und Ordnung? Ich habe nicht drauf geachtet. Sie und die Vereinigten Staaten werden mein Land beachten. Die Republik Neu-Texas. Das wird das Schicksal der Vereinigten Staaten nur geringfügig beeinträchtigen. Major Cavendish, könnte es sein, dass Sie größenwahnsinnig sind? Ich möchte Ihre Meinung dazu hören. Ja? Nein, danke. An Mr. Hamilton Fish, Innenminister, sehr geehrter Herr. In Anbetracht der Tatsache, dass die Regierung der Vereinigten Staaten versäumt hat, amerikanische Bürger ausreichend zu schützen und weiterhin es versäumt hat, für eine ehrliche Führungsmannschaft mit Zivilcourage zu sorgen, ja, möchte ich hiermit bekannt geben, dass ich, Major Bartholomew Cavendish, fest entschlossen bin, den Präsidenten der Vereinigten Staaten gefangen zu halten, bis man mir das Hoheitsrecht über das in diesem Dokument bezeichnete Gebiet in Texas verleiht. Weiterhin verlange ich, dass mir dieses Gebiet nicht später als 30 Tage nach dem oben genannten Datum durch ein vom Kongress unwiderruflich verabschiedetes Gesetz übertragen wird.
Andernfalls ist das Leben des Ulysses Grant verwirkt. Unterschreiben Sie als Zeuge. Bitte. Sehr gut. Finden Sie. Ja, sehr beeindruckend. Nur sind 30 Tage zu lang. Das würde ich ändern. Sie werden Reden schwingen und debattieren und Sitzungen einberufen und bis Sie mal sachlich werden, bin ich tot. Da haben Sie vielleicht recht. Ja. Ich bin gespannt, was passiert. Wachen Sie auf, Sheriff. Wo ist der Präsident? Woher soll ich wissen, wo der Präsident ist? Er ist nebenan. Ich weiß zwar nicht, wie Sie herangekommen sind, aber auf keinen Fall. Mr. President. Was? Verzeihen Sie, Sir. Was ist jetzt schon wieder? Wir wollen Ihnen helfen. Sie sehen nicht aus, als ob Sie helfen wollten. Und der auch nicht. Nehmen Sie die Waffe. Vertrauen Sie uns, Sir. Wir werden Sie hier raus... Ihren Dank. Zünde die Lunten an. Thank you.
Was soll das? Wollen Sie mich hier zurücklassen? Hier sind Sie sicherer, Mr. President. Schon, aber ich könnte Ihnen helfen. Ich habe auch ein paar Schlachten hinter mir, mein Sohn. Aber jetzt sind Sie Präsident, also Kopf runter! Au! Schon! Sie werden für Ihre Sünden bezahlen in den Feuern der Hölle. Bringt ihn weg. Ja, Sir.
Darf ich erfahren, Sir, in wessen Schuld ich stehe? Mr. President, bitte erlauben Sie mir, anonym zu bleiben. Ich hoffe, Sie werden das verstehen. Gut. Ich respektiere Ihren Einsatz und werde Ihrem Wunsch nachkommen. Tonto, herzlichen Dank. Ich ziehe den Hut vor Ihnen. Wenn Sie mir danken wollen, halten Sie die Verträge mit meinem Volk ein. Ja, ich werde es versuchen. Sie haben mein Wort. Mr. President. Möge Gott mit Ihnen reiten. Wer ist dieser Mann? Zusammen mit seinem Freund Tonto führte der wagemutige und findige maskierte Reiter der Prärie den Kampf für Recht und Ordnung im frühen Westen der Vereinigten Staaten an. In den Annalen der Geschichte wird man keinen größeren Verfechter der Gerechtigkeit finden. Der Lone Ranger reitet wieder.